einen 100. Geburtstag feiert man erstmal sehr, sehr gerne. Und man blickt natürlich zurück, man führt viele Gespräche, spricht mit den ehemaligen und den aktiven Mitarbeitern und freut sich über viele spannende Geschichten, die man da erfährt und bereitet sich gut vor auf so einen Festtag wie heute. Also das Kinderfest feiern wir ja regelmäßig, alle 2 Jahre, immer abwechselnd mit dem Universitätsklinikum. Und da versuchen wir natürlich auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, zum Beispiel ein Teddybär-Krankenhaus, Fragerunden werden gemacht und verschiedenes mehr. Es soll sich an dem orientieren, was Kindern Spaß macht. Und ich hoffe natürlich auf gutes Wetter, gute Besuch. Wir haben für Erfrischungen gesorgt und wollen den Kindern was bieten und den Eltern natürlich auch. Wir haben es ja gesehen, heute hat sich alt und jung getroffen. Letztlich trifft sich Historie mit Modernem, auch mit dem Ausblick, was kommt. Und ich glaube, alle Feste werden individuell gefeiert, aber der heutige Festtag ist auf jeden Fall gelungen und war, glaube ich, auch geprägt von Dankbarkeit, aber auch mit Mut für die Zukunft. Ja, Medizin und Pflege ist natürlich eine Herausforderung, die immer mehr zunimmt. Der Fachkräftemangel macht uns schon Sorgen und Probleme. Und das Bündeln von Kompetenzen und Fachkräften ist eine gute Maßnahme, um das auch sicherzustellen. Und genau das ist der Grund, warum wir die beiden Kliniken zusammenführen müssen auch, um eben auch in der Zukunft die Versorgung der Kinder auf höchstem Niveau vorhalten zu können. Jetzt ist es vorhin bei dem Festakt, bei der Rede von Herrn Fey so gewesen, er hat die Politik ein bisschen angeschubst und hat gesagt, hinterfragen Sie lieber, warum wir in der Situation sind, in der wir sind. Das ging aber viel weniger in Ihre Richtung, behaupte ich jetzt mal, sondern eher in Richtung Bundesregierung. Was kann denn der Staat tun, damit sich die Situation hier bessert? Also es war ja sozusagen ein dezenter, sehr direkter Hinweis Richtung Land, aber vor allem Richtung Bund, eben aufgrund der Pflegesituation, dass wir haben einen Pflegenotstand, wir haben ein enormes Finanzierungsloch, sage ich an dieser Stelle. Und jetzt ist eben die Frage, ob man immer wieder mit Programmen nachjustiert oder ob man, er hat dazu ja bewusst eingeladen, nochmal zu überlegen, wo ist eigentlich das strukturelle Defizit, warum haben wir diese Notstandssituation? Und das ging explizit nicht an mich als Stadtoberhaupt, sondern natürlich Richtung Berlin und Gesetzgebungsverfahren. Gleichzeitig sind wir dennoch auch in der Pflicht und ich bin mich bewusst auch da, habe mich ja auch in meinem Beitrag dann sozusagen auf die Seite von der Fall gestellt. Ich glaube, wir müssen hier überlegen, wir dürfen die Situation nicht unterschätzen und wir dürfen das Problem nicht noch weiter nach vorne verschieben, sondern wir müssen überlegen, wie können wir handeln, wie können wir Pflege, wie können wir auch den Arztberuf nach wie vor auch attraktiv gestalten, wie können wir hier alles, das ganze Personal in diesem Bereich sozusagen so aufstellen und auch so bezahlen, so belohnen, aber auch von der Anerkennung her, dass es besser passt und dass wir mehr Menschen für diesen Beruf, der so grundlegend wichtig ist, begeistern können. Wir brauchen mehr Wertschätzung für die Pflege und zwar in einem sehr engen Sinne. Also im Sinne einer Würdigung, aber eben auch einer Wertschätzung im materiellen Sinne. Wir haben das in der letzten Legislaturperiode schon einiges auf den Weg gebracht, auch in der häuslichen Pflege. Und wir werden in der jetzt begonnenen Koalition mit dem neuen Koalitionsvertrag noch mehr tun, um gerade auch in den Krankenhäusern Pflege zu stärken. Wir leiden leider darunter, dass der Beitragssatz Stabilität der Krankenversicherung das Maß aller Dinge ist. Genau daran hat sich die Gesundheitspolitik der letzten 20, 30 Jahre ausgerichtet. Das Ergebnis ist sichtbar. Die GKV hat hohe Überschüsse, ca. 20 Milliarden im Topf und wir können kaum unsere Mitarbeiter bezahlen. Und bevor man sich jetzt überlegt, wie man weitergeht, sollte man sich überlegen, was man falsch gemacht hat. Nur dann findet man den richtigen Weg, das Problem zu lösen.